Hallo, hallo, heute dreht sich alles um die Leica M10. PDX or nothing. Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ich muss euch sagen, ich bin blessed. Ich habe die Leica M10 jetzt seit ein paar Wochen und es ist eine so unfassbar gute Kamera. Und ich muss mal ein bisschen ausholen dazu, denn der liebe Alex von Foto Görlitz hat mir diese Kamera zur Verfügung gestellt zum Testen. Ich durfte jetzt anderthalb Monate testen und er hat gesagt, ey komm, Benny, hier, teste das Ding, geiles Teil. Okay, das heißt, wenn ihr mal eine Leica kaufen wollt, gebraucht oder neu, wendet euch an den Alex, wir haben ihn unten hier verlinkt, der ist wirklich ein super korrekter Typ, macht ganz viele coole Deals, auch mit anderen Fotografen. Schreibt ihm einfach mit einem lieben Gruß von mir und dann kriegt ihr einen Special Deal. Also, wir haben die Kamera vor ein paar Wochen bekommen und ich war wie ein kleines Kind an Weihnachten. Das ist so unfassbar schön, es ist eine super tolle Kamera und ich habe sie gleich ausgepackt und gleich Fotos gemacht und jetzt in Slowenien, da zeigen wir nachher auch noch ein paar Bilder von. Oder im nächsten Video vielleicht. Auf jeden Fall, die Kamera ist wirklich sehr, sehr schön, aber dann ist mir eins aufgefallen. Mist, wir haben gar kein Unboxing-Video gemacht. Aber gerade bei der Leica ist es ja auch was ganz Besonderes. Ne? Es ist nicht einfach nur eine Verpackung und du machst auf und dann ist eine Bedienungsanleitung drin. Das ist was ganz anderes, ist was ganz, ganz Besonderes. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Jahren meine erste Leica gekauft, die Leica Q. Und bin da extra nach Berlin gefahren, an Kudamm, zu dem Leica-Store. Und als ich die dann in der Hand gehalten habe und ausgepackt habe, das war so krass für mich, weil die so schön war und zum ersten Mal eine Leica in der Hand zu halten. Und seitdem bin ich ein bisschen süchtig nachgeworden. Ich habe jetzt erst die Leica Q1, die haben wir immer noch im Team, die hat Simon jetzt geerbt. dann habe ich die Leica Q2. Die ist immer noch in reger Benutzung, gerade auch für Videos nehme ich die noch. Mal gucken, habe ich sogar mit hier. Kann ich euch mal zeigen, die ist glaube ich auch schon ein bisschen abgerockt. Aber hier ist er. Und hier immer nicht vergessen, Pullfilter drauf. Also Leica Q2 auch immer noch sehr, sehr geil. Und heute soll es aber um die Leica M10 gehen. Wir haben für euch die Kamera nochmal komplett eingepackt, alles abgebaut, alles wieder in die Originalverpackung reingemacht, weil ich das einfach mal zeigen möchte und euch an der Experience teilhaben lassen möchte. Und jetzt lasst uns das Ding mal aufbauen. Also die Kamera kommt so an und jetzt machen wir es mal auf. Tada! Das ist ein wunderschöner schwarzer Karton. Machen wir das mal weg. Da steht natürlich Leica drauf. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und dann können wir jetzt mal alles rausnehmen. Hier gibt es ein paar Schubfächer drin, ja, mit den verschiedenen Utensilien. Ja. Gucken wir uns mal an. Wir gucken uns gleich alles nach dem anderen, eins nach dem anderen an. Als allererstes, ich glaube, das hier ist das Wichtigste. Wir heben es mal an. Hier ist das Schmuckstück drin. Richtig, richtig schön. Mega cool. Zieht euch die Kamera rein. Alleine dieses Klickgeräusch, ich muss mal gucken, ob die auslöst ohne Objektiv dran, aber dieses Klickgeräusch, das könnte ich den ganzen Tag machen. Hört ihr das? Das ist Musik in meinen Ohren. Könnte auch mein Klingelton sein oder für Nachrichten. Vielleicht stören mich dann die WhatsApp-Nachrichten nicht mehr so viel. Okay. Also, Kamera. Ich lege sie mal wieder rein. Dann gucken wir uns mal an, was hier noch drin ist. Im nächsten Schubfach. Hier haben wir drin eine Anleitung von Leica. In verschiedenen Sprachen. Ich weiß nicht, ob die jemals jemand liest. Ich tue es immer nicht. Und dann wundere ich mich, warum irgendwas nicht funktioniert. Aber hier alles mit am Start, ne? Auf Deutsch, alle Sprachen, Leute. Wenn ihr Englisch lernen wollt, ist das perfekte Teil dafür. Es gibt hier noch Garantie, finde ich jetzt nicht so spannend. Okay, nächste. Und dann kommen wir jetzt mal zum Gurt. Auch hier in super geilen so Stoffbeuteln. Hier ist der Kameragurt drin, den können wir gleich mal mit anbauen. Dann haben wir hier ein Ladegerät. Das Laden geht übrigens sehr, sehr schnell. Also irgendwie 30 Minuten war der Akku voll, bin ich eigentlich ziemlich happy mit. Was haben wir hier noch? Einen englischen Adapter.
Wir haben noch einen Autolader. Auch ganz geil. Und that's it. Okay, dann lass uns mal den Gurt dran machen. Wir nehmen heute mal noch den originalen. Aber bald, Leute, ganz bald, wird es vielleicht auch eigene von uns geben. Wir sind da an was dran. Okay, Gurt ist dran. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Kamera an sich, was die so an Features hat von außen. Und da gehen wir als erstes mal hier auf das ein. Das ist nämlich so eine Art ja, Daumenring, dass es einfach einen besseren Grip hat. Ja, jetzt schaut euch mal an, so funktioniert es ziemlich gut, wenn das dran ist. Wenn man den abmacht, der steckt hier einfach noch im Blitzschuh drin, hat man fast gar keinen Grip mehr. Kann es kaum halten, wenn man die Kamera so hält. Aber wenn es dran ist, geht eben mit zwei Fingern nochmal super easy. Dann haben wir hier oben ein Wahlrad mit für die Belichtungszeit, Automatik bis 4000 kann man da gehen. Dann hat man hier ein Rädchen, das habe ich eingestellt auf die ja, Belichtungskorrektur für die Autobelichtung. Was gibt es noch? Hier kann man den ISO auswählen, das finde ich irgendwie ein bisschen unglücklich platziert, weil ich den ISO doch relativ häufig wechsle, gerade wenn wir auf den Festivals oder Events sind, wechselt man mal schnell zwischen ISO 100 und 4000 durch, weil einfach die Lichtverhältnisse sich ändern, aber gut, die Kamera ist eigentlich auch nicht ausgelegt für solche Spielereien. Hier kann man ISO wechseln, das kann man dann so hochploppen, das Rad, und hier dann eben dran drehen. So, ich mache mal ISO 100, sollte funktionieren. Dann haben wir hier das Okular, da kann man durchschauen und die Schärfe mit abmessen. Und ansonsten gibt es hier noch ein paar andere Buttons, zum Beispiel jetzt hier den Live View. Das heißt, man kann einmal den Live View anmachen, man kann den ausmachen, geht natürlich nur, wenn ein Objektiv dran ist. Wir werden im nächsten Video euch mal ein Objektiv dran machen, ein ganz besonderes. Und dann gehen wir da noch ein bisschen mehr drauf ein. Ansonsten gibt es hier Replay-Taste, Menü, alles ganz Standard. Ich kann es ja mal noch aufmachen, wie es mit dem Akku und mit der Speicherkarte ist. Hier unten macht man das Ganze so auf, muss man hier so einen Knopf drehen und dann abmachen. Das ist irgendwie schon ein bisschen sperrig, weil ich eben an sich doch irgendwie die Speicherkarte ziemlich gerne schnell wechsle. Aber sei es drum, hier ist ein Akku drin, der ist so groß und ein Speicherkartenslot. Ich habe hier eine 128 GB Karte in der Regel drin. Und das funktioniert auch ganz gut. Geiler wäre es irgendwie, wenn die Speicherkarte an der Seite noch wäre. Und dass man das hier nicht einmal alles komplett aufschrauben muss. Aber die Kamera kann das gut ab. Okay, dann lass uns das mal wieder zusammenbauen. So geht's zusammen und fertig. Hier unten natürlich Gewinde für Stativ. Und das ist die Kamera. Das ist die Leica M10. Freunde, wenn ihr mehr Videos wie diese wollt, wenn ihr Fragen habt zur Kamera, schreibt es gerne hier unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie euch das Video gefallen hat. Ich war unglaublich hyped von der Kamera, als ich sie zum ersten Mal in der Hand hatte. Bin es immer noch. Ich glaube, diese werde ich für immer behalten. Mal gucken, was mein Konto dazu sagt. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bitte subscribe den Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.